Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier den Doppeldecker fahren lassen, der hier jetzt irgendwo unterwegs sein sollte. Hier ist er. Der fährt ja schon wieder los. Macht mittlerweile auch gut Plus, wenn man sich das so anschaut. Und die Stadt, glaube ich, ist damit auch relativ zufrieden. Ich werde mal hier die Lautstärke ein bisschen runterdrehen. So, das ist jetzt für mich immer auch ein bisschen angenehmer. Ihr seht schon, zwar die Lautstärke hat sich erhöht, das ist klar, aber der Verkehr hier, die Ziele sind 90% und hier der Verkehr plus 40%. Das ist natürlich schön zu sehen. Außerdem müsste auch hier irgendwo wieder das Schiffchen unterwegs sein, was sich um die Verbindungen kümmert. Der ist hier mit 44 Leuten unterwegs. Wie viele Leute hast du dabei? Du bist bummvoll. Und wie viele warten hier noch? Bootfahrt 2. Da warten auch noch immer. Vielleicht sollten wir auf Bootfahrt 2 doch nochmal ein Schiff setzen. Kaufen noch eins und setzen es auf Bootfahrt 2. So. Das sollte, glaube ich, gut funktionieren. So, mittlerweile sind hier auch alle unterwegs. Oh, was war das? War da ein Steinchen auf der Straße? Und man sieht schon, hier sind dementsprechend viele Stellen besetzt. Bus. Aha. Die Strecke ist gar nicht unbeliebt. Wahnsinn, okay. Dann holen wir doch mal dafür zwei Fahrzeuge. Ah, nee, warte mal, das ist das falsche Ding jetzt. Haben wir nicht hier auch eine Bushaltestelle? Oder haben wir die von drüben fahren lassen? Die haben wir von hier fahren lassen, ne? Straßen, zack. Dann kommen dafür nochmal zwei Fahrzeuge. Boot, Bus, Kamenz, das war jetzt hier. Dann kommt hier jetzt nochmal was Neues hin. Der alte Bus wird ausgetauscht. Würde ich mal sagen. Der hat ausgedient. Er ist gut, aber ja, er hält einfach nicht mehr statt. Boot, Bus, Kamenz. Knie nieder. Vor der neuen Hightech, die jetzt wieder unterwegs ist. Findest du es geil? Hier steht es auch drauf. Kamenz Abzweig. Das ist natürlich schon mal mega geil. Unserer Planstadt, muss man ja sagen, geht es auch extrem gut. Also sie wächst und gedeiht. So gut habe ich mir das gar nicht vorgestellt eigentlich. Klar, es gibt hier immer wieder ein, zwei Sachen, wo noch nicht gebaut wurde. Aber sie ist ordentlich gewachsen. Wie groß ist sie denn aktuell? 900 Einwohner, das ist gut zu sehen. Das ist echt schön zu sehen. Was anderes könnte man sich quasi fast gar nicht vorstellen. So, jetzt kommt hier aber auch langsam hoffentlich mal die zwei Busse an. Wo sind denn die jetzt schon wieder? Wo sind die zwei Faulenzbusse? Da sind die, glaube ich. Immerhin werden die ganzen Systeme jetzt erneuert. Die Flugzeuge machen auch noch brav ihren Dienst. Der Versand steigt hier auch wieder. So. Na klar, der Versand ist noch nicht immer gut genug. Abnehmer haben wir einen in Fürstenau. Zu 99% ist da der Transport aufstehend. Deswegen hier sieht man schon, die Lieferanten liefern sogar 200. Eigentlich bräuchten wir noch einen zweiten. Aber produzieren lassen wir ja. Ah ne, Abnehmer. Abnehmer hier, Fürstenau, aber Bottrop nicht, oder was? Wir schicken das zurück dann nach Fürstenau, oder was? Ja, dann können wir doch hier, würde ich sagen, eine LKW-Verbindung noch reinsetzen, oder? Wir haben doch hier schon ein Ding, dann tun wir jetzt einfach hier noch eine neue Linie von. Geht das überhaupt? Ja, hier ist noch ein Transportbereich, toll. Bottrop-Abzweigung nach hier oben. Perfekt. Und das ist jetzt
Treibstoff. Wo gehen wir denn? Bottrop. So. Und dann kriegt die Strecke direkt von mir hier ein paar neue Fahrzeuge. Und zwar zwei Tanker mit einer... Oder machen wir drei? Zwei reichen schon. Und die sollen jetzt bitte für Bottrop... Treibstoff, Bottrop. Holen wir bitte den Treibstoff ab, Jungs. Die Stadt braucht noch Treibstoff. Holt den. Hier war auch mal eine Straße geplant. Ich glaube, das war eh die hier. Ich glaube, die können wir dann auch mittlerweile abreißen. Aber irgendwie stört es auch nicht, lol. Dann planen wir die nochmal komplett um. Und flitten die. Ja, okay, weil Autobahnanbindung, ne, und so Zeugs. Wir planen das Ganze mal ein bisschen um, designen die ganze Strecke neu. Weil wenn wir schon die Möglichkeit haben, warum nicht, ne? Wir brauchen eine öffentliche Straße. Und wir binden uns jetzt einfach hier hinten an. Zack. Jetzt kommt es zu dem Punkt, wo ich immer ein bisschen umbauen muss, weil ich mag es lieber, wenn sozusagen die Straßen sich verbinden und du wirst hier angeschlossen, weil immerhin bist du hier ist die ja sozusagen die neu anliegende Straße. Das alte System wird, die alte Straße wird erhalten, diese scharfe Kurve wird auch erhalten. Da ist kein Bau möglich an Updates. Die Straße wird von mir aber automatisch geupdatet. Dann reißen wir halt hier nochmal die Strecke ab. Dann machen wir das auch mal neu. Ganz einfach. Zack. Wenn dann gescheit. So. Weil in diesem Fall können wir dann hier sagen, okay, wir machen hier eine Straße, die da dran gehört. Dann schaut das ordentlicher aus. Hier so. Und dann biegst du mir von hier so ein. Und können dann überlegen, was wir für eine Straße bauen. Nehmen wir einfach so eine simple Straße, hier muss ja nichts Besonderes hin. Und zwar die Weiß fährt hier auch kein Schiff lang. Bedeutet, jetzt gibt es hier rein theoretisch noch eine kürzere Version der Straße. Und die Systeme können halt dementsprechend, Alter, du blödes Viech, du, sich darum kümmern. So, jetzt sollte der aber auch einen Abnehmer mehr haben. Mal gucken. Ja, Bottrop läuft bei 100%. Die sollten bald auch zum nächsten Erfolg führen. Und hier sagt er irgendwie, dass die Übersicht hier Oil Barrels ganz viele sind. Ah ja, stimmt, weil der Transport von A nach B hier führt. Ich vergesse es jedes Mal wieder. So, das sollte der Stadt Bottrop natürlich auch gefallen, dass die jetzt dann Lieferungen erhalten. Rot ist zwar immer noch nicht an der Stärke der Masse dran, aber ich glaube, wir kommen da ganz gut voran. Abnehmer... Bottrop zu 100%. Die wollen doch mehr, die wollen 112 haben. Aber ja. Wollen wir es mal keinem sagen. Wie schaut es denn bei dir aus? Machst du mittlerweile gutes Plus? 4 Millionen, ja, das ist annehmbar. Der E-Truck hier macht Minus, weil er nicht genug transportiert. Ja, die transportieren alle nicht genug. Mal schauen mal, vielleicht kann sich das, ändert sich das noch. So, die hier sollte jetzt auch einigermaßen laufen.
Ich wollte eigentlich mal hier gucken. Hier sollte sich ja das mit dem Bus jetzt auch ein bisschen entspannt haben. Nachdem hier die hochmodernen Busse jetzt fahren. Die haben eine Kapazität von 26. Und von daher sollten ja hier auch immer mehr Leute von A nach B kommen. Zack. Die einen steigen aus, die anderen steigen ein jetzt. Dadurch können wir die ganze Sache ein bisschen entlasten. Der alte Bus hier. Aber es ist ruhiger geworden, habe ich das Gefühl. Düdün. Mach doppelt Bing Bing. Ich finde diese topmodernen Dinger hier echt cool. Schauen zwar auch schon ein bisschen aus und ramponiert, aber hey. Die Stadt wächst aber auch immerhin. Kamenz ist gut unterwegs. Kamenz ist echt gut unterwegs. Also wir haben hier echt gute Arbeit schon geleistet. Die letzten paar Folgen lang. Wollten wir nicht die Schienen noch bauen? Hier war irgendwas, ne? Ah ne, das war die S-Bahn-Station. Die passte schon so. Die fahren auch immer noch brav, ne? Hier ist die S-Bahn. Macht ihre 2 Millionen, das ist gut. Die Hauptstraße hier. Das ist Geräusch. Ich kenne das zu gut, wenn ich mit der S-Bahn mal gefahren bin. Die ganze Piepserei, dieses Runterbremsen, das Elektronische. Oh, Musik in den Ohren. Schön und bummvoll auch wieder. Was ist denn das für ein Tower? Oh, den bauen sie auf. Was passiert jetzt da? Was wird jetzt hier hingesetzt? Was Größeres? Was Moderneres? Okay. Hui. Schick, schick. Jetzt sind wir schon 2042? Huch. Ah, hier ist auch so ein hochmodernes Gebäude, schauen. Interessant, interessant. Ja, wir sehen mal hier eine Stadt, die nie mit uns mitgekommen ist, weil die nie an uns angeschlossen wurde bis jetzt. Ja, ups. Aber das könnte sich bald ändern mit dem neuen Schienensystem. Hier, die eine Strecke soll ja nach hier hinten noch gehen. Wir hatten dementsprechend noch Ölfässer noch. Aber Flugzeuge sind auch schon einige unterwegs, das ist immer noch so geil. Ich vergesse immer, was ich machen will in dem Moment, das ist mein Problem. Ich habe noch gar nicht schon lange, ich habe gefühlt schon lange nicht mehr in meiner Siegburg gedacht. Siegburg, ja, ist so eine moderate Stadt geblieben, ne? Da habe ich mich lange nicht mehr darum gekümmert einfach. Ich hätte immer andere Städte im Kopf. Nahrung schaut mäßig aus. Genau, ich wollte gleich mal Ziegel machen, da war auch mal ein Ziel, ne? Aber ja, so. Ich würde sagen, wir kümmern uns einfach mal um die Strecke, die hier weitergehen soll. Wenn ich hier jetzt... Oder wollte ich... Wie wollte ich fahren? Ich kann aber echt hier so mal so eine Doppeldecke durchbrettern lassen, mehrere. Dann baue ich jetzt hier mal schon ein bisschen um. Weil das ist jetzt auch nicht das Wohngebiet hoch 10 hier. Aber wir setzen hier sozusagen die Zugschaltestelle hin. Gebäude. Moderner Bahnhof. Zweigleisig. 340 Hochgeschwindigkeit. Wie immer halt, ne? So. Dann werden da dementsprechend die Straßen noch gebaut. Wie immer eine gerade Straße. Der Bahnhof ist genormt gebaut. Da kommt dann schon grundsätzlich mal ein großer Ding hin. Zu rechts, zu links elektrifiziert. Zack. Auch wenn es nicht gebraucht wird, aber fürs Erste ist es schon mal passend. Und du biegst dann hier so... Fährst dann hier drüber. Da brauchen wir natürlich eine passende Brücke dann, weil hier fahren ja die Busse. Bedeutet, hier sind überall solche... hohen Brücken zu bauen. Und dann biegt er hier drüben rein, fährt hier am Öl entlang und darüber. Und dann nach da vorne, nach
Helderungen. Da werden wir von hier außen dran gehen. Da werden die zwei äußersten Straßen mal entfernt, die Gebäude hier auch. Dementsprechend brauche ich hier eine Straße hin. Direkt einen Bahnhof wieder ausgewählt. Zum Glück gibt es die Standard-Config noch. Zack. Auch alles direkt vertramifiziert, okay. War jetzt eigentlich nicht der Plan, aber ich glaube, die denken auch schon an die Zukunft und wissen, dass ich alles auf Trams auslege, weil die sind halt auch geräuschneutraler und flotter, haben größere Kapazitäten und. So, von hier aus muss es natürlich dann nach Fürstenau gehen und dafür brauchen wir jetzt einen passenden Platz. Und ich habe irgendwie das Gefühl, hier wäre doch der schöne Platz für so einen schönen Bahnhof. Bedeutet, wir müssen hier erstmal räumen. Tut mir leid für die ganzen Anleger hier vor Ort, aber ist nun mal so. Hier kommt ein viergleisiger Hochgeschwindigkeitsbahnhof hin. So. So. Schaut doch ganz gut aus. Klar, der startet hier ein bisschen hoch hinaus direkt, aber was willst du machen, ne? Mehrere Fahrzeuge sind schlecht. Ja, die werden jetzt einfach alle replaced gegen dasselbe nochmal. Mittelmäßig. Schlecht. Da habe ich noch nichts anderes, Leute. Sehr schlecht. Sehr gut, gut. Schlecht, das sind die S-Bahnen. Wow, ihr seid auch schon im Arsch, oder was? Wird auch ausgetauscht. Mittelmäßig, die sind alle schlecht, okay. Alle in einem schlechten Zustand, werden auch ausgetauscht. Ihr werdet auch ausgetauscht. Ihr werdet auch ausgetauscht gegen neue Modelle. Eieiei. Mittelmäßig schlecht. Okay, da kommen jetzt neue Flugzeuge. Haben wir denn was mit einer größeren Kapazität jetzt? 54 ist natürlich noch immer... Na, wir bleiben bei den Maschinen. Die Tram muss ausgetauscht werden, kriegt natürlich jetzt hier sowas Hochmodernes vor die Nase. Du auch, ersetzen. Alles muss ersetzt werden, das ist doch mal wieder der Horror. Die ist sehr gut im Zustand, mittelmäßig, 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 sehr schlecht. Hier brauchen wir moderne Busse. Hier auch wieder. Wahnsinn, wie viele Busse, wie viel. Warum jetzt nicht einfach so einen Button alle gegen dasselbe nochmal neu ersetzen einfach? Das wäre so ein Button, den würde ich gerne, oder? Das ist aber ein Passagierflieger, ne? Das ist der hier. Gleich der mit der höchsten Kapazität. Ja, setzen wir nochmal gegen denselben. Auch nochmal gegen dieselben. Der ist auch schon schlecht. Das ist noch ein niegelnagelneuer Zauberbus. Wahnsinn. Schaut euch das an. So viel Arbeit steckt hinter so einem Scheiß. Ich bin noch nicht mal durch. Ah, Mann.
Aber Leute, ich würde sagen, ich mache das hier weiter bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao.